Es lebe die Evolution. Die Evolution und die Eiszeit. Wie bitte? Ja, sicher. Die Evolution hat uns hervorgebracht und die Eiszeit hat uns stark gemacht. Das erklärt die Menschwerdung. In Afrika war aber keine Eiszeit. Wir haben gegen wilde Tiere gekämpft und das Feuer gezähmt. Wir sind auf die Jagd gegangen und haben den Naturgewalten getrotzt. Also, wir Männer meine ich. Ach so. Und wir Frauen haben Beeren gepflückt und die Höhle geputzt, was? So denkst du dir das? Ja, schon. Ihr habt natürlich von unserem Jagderfolg profitiert. Ihr wurdet beschützt und versorgt und habt dann Schmuck hergestellt und Tonkrüge getöpfert und Felle zu Kleidern vernäht. Jetzt mach aber mal einen Punkt. Das sind doch alles bloß Vermutungen. Du hast in Wahrheit keine Ahnung, wie die Menschwerdung ablief. Das war nämlich etwas komplizierter. Na, jedenfalls lief die Evolution auf uns zu. Das sieht man doch daran, dass wir nun mal da sind und die Saurier sind weg. Wir sind die Krone der Schöpfung. Also, ich. Witzbold, die Evolution hast du auch nicht verstanden. Da geht's um Anpassung. Das Prinzip scheint dir fremd zu sein. Es ist da nicht unbedingt der Stärkste, der überlebt, sondern der oder die Klügste. Ach ja, weil du ja so schlau bist. Wollen wir nicht das Symposium besuchen? Dann wirst du auch schlau. Symposium? Ja, das Cordyceps-Symposium in Nürnberg. Am Wochenende, 6. bis 8. Oktober. Da wird die Menschwerdung erklärt? So ist es. Fachleute aus den verschiedenen Wissenschaften erläutern ihre Erkenntnisse für ein breites Publikum. Von Freitagabend bis Sonntagmittag. Natürlich mit Pausen dazwischen. Da gibt's auch Kaffee, Tee und Wasser. Und am Samstagabend auch ein Glas Wein und Musik. Die Besucher sollen sich ja wohlfühlen und ins Gespräch kommen. Untereinander und mit den Referenten. Klingt gut. Dann kriegen wir sicherlich aus erster Hand mit, was es Neues gibt von der Evolution. Genau. Die biologische und die kulturelle Evolution greifen ineinander. Es geht nicht nur um Schädel, sondern vor allem um ihren Inhalt. Dickschädel dürfen sich auch anmelden? Dann mache ich das. Dazu kannst du den Anmeldeabschnitt im gedruckten Faltblatt nutzen oder den Online-Shop im Netz unter shop.cordyceps.de. Und bis Ende Juli gibt's noch den Frühbucherrabatt. Naturgewalt und Geisteskraft. Menschwerdung in der Evolution. Symposium Cordyceps 2023.